wollte, mir ist einfach, ich habe jetzt gerade ein kleines Problem. Ich wollte gerade in die Stadt fahren und es ist mir aufgefallen, dass ich meine Geldbeutel verlegt habe. Und ich habe keine Ahnung, wo das Geld hin ist. Bedeutet, ich muss das irgendwie ja Geld zusammenfinden, ne? Damit ich später noch in die Stadt fahren kann. Jo Leute, ich wollte jetzt gerade Netzwerk gehen. Es ist mir eingefallen, weil ich habe nachgeschaut, eigentlich die noch offen hat. Aber die haben wohl, also auf der Öffnungszeiten, die stehen haben, stand da ab 8 Uhr, weil die haben wohl jetzt eine Öffnungszeit, ne? Dass es erst ab 1:30 aufmachen, ne? Deswegen konnte ich sie nicht rein, aber ich komme wahrscheinlich später wieder. In Fürstenried unterwegs. Weiß noch nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ja, wird sich gut zeigen. Jungs, ich hab meine U-Bahn verpasst. Ich bin am Arsch. Wie es aussieht, war ich zu dumm, davor noch zu schauen, ob etwas dazwischen kommt. Und ja, das Kaffeenetzwerk hat heute geschlossen. Ach Gott, ich bin so froh, dass ich mal nachschaue, ob alles geöffnet und so weiter und auch nichts dazwischen kommt. Naja, okay. Dann glaube ich, fahre ich jetzt mal eine Runde nach Wasserburg. Noch ein bisschen geändert. Nach Wasserburg schaffe ich es leider nicht mehr. Deswegen reicht mir doch nicht, falls man noch nur nach Deißenhofen. Dort wird sich auch geile Bilder geben, vor allem über der große Silberbrücke. Und ich bin gerade im Meridian drin, fährt nach Deißenhofen wieder zurück. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch gleich los. Wie früh ist es jetzt? Es kommt sehr gern. In 7 Minuten fährt er los, also um 14.09 Uhr. Jetzt mal ganz ehrlich, der Meridian ist doch eigentlich der einzige Zug, bei dem die Toilette klar geht. Ich meine, hier ist es immer sauber. Worüber ich ja mal reden kann, ist jetzt das Zug im Bad Aiblingen. Ich meine, ich fahre jetzt hier auf der Strecke von München nach Deißenhofen. Und das ist halt die Strecke auch von München nach Rosenheim über Holzkirch. Ne? Und das ist halt die Strecke auch mit Bad Aiblingen, wo der Unfall war. Und jetzt könnte man natürlich sagen, man weiß ja noch nicht, wie es passiert ist, also von aktuellem Stand aus. Außer es gab was Neues und ich habe es nicht mitbekommen. Und aktuell ist es ja so, dass zwei Züge ineinander runtergequetscht sind. Was mich wundert ist ja, es ist ja ein eingleisiges Gleis mit einem Zug, der in eine Richtung fährt. Dieser Bereich ist dann belegt. Bedeutet, beide Signale sind auf Rot gestellt. Okay. Gerade als ich über Bad Aiblingen geredet habe, kommt noch Führer vorbei und sagt mir, nein, der Zug fährt aus. Weil es wohl zu wenig Mitarbeiter gibt, heißt das offiziell. Also zu wenig Mitarbeiter, keiner, der den Zug fährt, bedeutet, der fällt jetzt aus. Wegen Bad Aiblingen.
jetzt weiß ich ja nicht, was ich machen soll, weil ich würde, mein Plan war, über die Grunzelohe Brücke zu fahren, was ich da nicht machen wollte. Mal schauen, was ich dann jetzt als Alternative mache. So, okay, jetzt nochmal. Kaffee-Netzwerk fällt aus. Wasserburg fällt aus. Leistenhofen fällt aus. Jetzt geht's dann, ich probiere jetzt nach Freising zu fahren, zum Flughafen, ne? Ja, mit dem Flughafen des Jahr. Und ich fand's auch passend, also gerade wo ich. Nee. Scheißegal, nur kurz raus. Ja. Auf jeden Fall. Gerade wurde jetzt auch mal gesagt, dass die Strecke jetzt eine Streckenstörung hatte, was jetzt aber neu wäre. Und deswegen weiß ich, was ich jetzt tun soll. Aber nach Freising sollte alles okay sein. So, nice. Ich kann jetzt erstmal 15 Minuten auf meinen Bus warten, ne? Weil er von dem Flug abgefahren ist. Perfektes Timing für mich. Oder? Ich mache gerade eine Zeitrafferaufnahme. Ich nehme gerade mein Handy separat auf. Aber das Problem ist, ich werde die Aufnahme wird etwas verwackelt sein, da, weil es hier extrem windig ist. Und die Kamera steht inzwischen nicht hier. Und deshalb vorher stand sie halt hier oben auf diesem Teil. Und das ist halt extrem rund. Da war vielleicht die Sicht besser, aber das hat extrem gewackelt und deswegen hat es umgestellt. Okay, ich habe jetzt gerade um die, ich glaube, 5 Zeitraffer gedreht. 3 lange, 2 kurze. Einmal mit der Kamera, einmal mit der Handykamera. Weil die mit der Handykamera scheint nur so, ich glaube, die werden heute nicht drankommen. Die werden mit dem Spiegel noch mal drankommen. Falls ich mal keine habe, kann ich die einmal nutzen. Jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich gehe jetzt gerade beim Besucherhügel vom Flughafen wieder nach unten. Ne? Ich hoffe, mein Zettel ist gut geworden. Ich habe ja schon gerade eben gesehen, dass was ich mit dem Handy aufgenommen habe, der erste Zettel ein bisschen verwackelt war. Muss ich schauen. Und auf jeden Fall jetzt hier schön mit dem Bus oder nach mit dem Zug heimfahren. Okay, ich bin jetzt an der Schule Besucherpark und ich werde wahrscheinlich mit der S-Bahn zum Flughafen fahren. Von dort dann mit dem Lufthansa-Bus von Flughafen zum Hauptbahnhof. Deswegen sage ich erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und ciao.